Schön, dass du da bist, lieber Löwe. Ich lege für dich jetzt das große Kartenblatt mit diesen Lenormand-Karten. Ich freue mich sehr drauf, lieber Löwe. Ich schaue für dich in den nächsten 2, 3 Wochen, was da für Themen anstehen, was du beachten kannst, darfst, sollst, lieber Löwe, gell? Übrigens, hallo, ich lache da nochmal so kurz rein. Um mich zu begrüßen, um dich zu begrüßen, um mich vorzustellen, um dich zu begrüßen, habe ich gemacht. Lieber Löwe, die nächsten 2, 3 Wochen, gell? Beachte, das ist eine kollektive Legung, ersetzt in keinem Fall eine persönliche Kartenlegung, gell? Das weißt du. Beachte den Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen und Venuszeichen und auch, dass ich aus der Sicht einer Frau spreche, wenn du ein Mann bist, sei so lieb und trage es entsprechend um, lieber Löwe. Los geht's. Löwe, was sind Highlights? Gibt es eine Warnung? Was sind deine Themen? Worauf darfst du achten? Welche Energien stehen dir die nächsten 2, 3 Wochen zur Verfügung? Löwe. Gut. Ich habe das da so ausgerichtet. Na, dass du da ein bisschen mitschauen kannst, gell? Jetzt geht's, gell? Löwe. Ich lege jetzt mal alle 36 Karten aus, lieber Löwe, da. Sage zur Deutung noch nichts, das heißt, du kannst da gerne noch vorspulen, wenn das zu lang dauert. Ich nehme mir die Zeit, die es einfach braucht. Lieber Löwe, gell? Ah, du schaust aus dem Kartenblatt raus, das heißt, da würden wir jetzt nur, oder ich will jetzt nur die Vergangenheit sehen, lieber Löwe. Also mische neu. Ich schneide auf meine Videos nicht. Und daher. Siehst du das alles, wie das da so abgeht, gell? Löwe. Die nächsten 2, 3 Wochen hätten wir gern, bitte. Löwe. Gut. Lieber Löwe, ich starte jetzt mal los mit deiner aktuellen Situation, weil dann weißt du, ob du mit dabei bist, gell? Und dann schaue ich in die Prognose. Also, wenn du da resonierst, dann ist es so, dass du gerade in einer Phase bist, wo sich oder andersrum, wo dir Dinge bewusst werden, wo du Dinge erkennst und siehst,
die dir bisher verborgen blieben, unklar waren. Es ist eine Phase, in der du dich befindest, wo du klarer siehst, wo du dich besser erkennst, wo du dich auch besser erkennst im Sinne dessen, was in einer ganz bestimmten Ex-Verbindung, Ex-Beziehung, in einer vergangenen Partnerschaft vorgefallen ist, lieber Löwe, und du erkennst dadurch dich besser. Bist grundsätzlich positiv ausgerichtet in der jetzigen Phase, Riesen, ja, Bewusstseinssprung im Sinne der Klarheit, da befindest du dich gerade drin. Wenn du sagst, ja, das passt, dann bleib sehr, sehr gern dran und jetzt schau ich, was du die nächsten 2-3 Wochen erwarten darfst an Energien. Danke übrigens für dein Abo, für dein Like, fürs Teilen von meinem Kanal, für deinen Kommentar, wenn es dir taugt. Ich freue mich sehr. Danke für dein Zeichen, für dein wertschätzendes Zeichen. Gell? Gut. Also, es wird die nächsten 2-3 Wochen ist im Feld eine Verbindung, die erst einmal karmisch gesteuert ist, also das ist schicksalshaft schon festgelegt, das liegt eindeutig da. Und diese Art der Verbindung, ja, Verbindlichkeit, da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten, lieber Löwe. Das erste ist, dass das mit einer beruflichen Verbindung zu tun hat, mit einer Geschäftsverbindung, ja, mit einem Vertrag, der im Sinne des Geschäftes, der Arbeit, deiner Arbeit, deiner Selbstständigkeit, deines Angestelltenverhältnisses, deiner Arbeitssuche, wie auch immer, zu tun hat, wo es bisher undurchsichtig war, in Umwegen gegangen ist und sehr zweifelhaft für dich war. Die zweite Möglichkeit, muss ich auch sagen, weil es ja kollektive Legung ist, lieber Löwe, ist, dass es wirklich um ein Ankommen grundsätzlich geht in Form einer Verbindung, Kennenlernen, Partnerschaft, also durchaus auch privater Natur, lieber Löwe, wo bisher echt nichts gegangen ist. Also es war einfach nicht das Richtige dabei. Und jetzt ist es so, dass einfach der Kosmos so, der richtige Zeitpunkt so da ist, dass die Zeit des Ankommens, des Verankerns in einer Partnerschaft oder in einer Verbindung, einem Kennenlernen, wie auch immer, da ist, lieber Löwe, wenn du das natürlich möchtest. Lass schauen. Es ist eine Zeit, ja, wo einfach die Unklarheiten weggingen, nächsten 2-3 Wochen, und du das auch ein Stück weit hinter dir lässt, weißt du? Du schlägst dieses Buch zu, und es geht schon auch um den Bereich der Liebe. Oh ja. Und das ist definitiv jemand neuer. Also das ist niemand, der aus der Vergangenheit zurückkommt. Weißt du, lieber Löwe, überhaupt nicht. Es ist eine neue Energie, eine frische Energie. Es ist eine Energie, ein Mensch, ja, ein Mann, der dir Kraft gibt, der strahlt, selbstbewusst ist. Jetzt lass schauen, der dein Herz berührt. Ihr habt das sowas von schicksalshaft gelenkt, ja? Den kennst du noch nicht. Also, vielleicht hast du ihn irgendwo mal gesehen, ja? Aber das ist jetzt niemand aus der Vergangenheit oder so, überhaupt nicht. Das gefällt mir gut, lieber Löwe. Es ist so, weißt du, dass heute emotional bist du, zweifelst du halt schon komplett an der Liebe. Die Liebe ist schon, der Partnerbereich überhaupt ist mittlerweile schon besetzt mit den Attributen Stress,
Ja, dass das eh wieder nichts wird, dass du so, also sehr, ja, du hast dich da schon so ein bisschen abgeschottet, ja, einer Veränderung gegenüber, also so nach dem Motto, es bringt eh alles nichts. Ja, und lieber Löwe, und jetzt schaut es gerade so gut aus, gell? Also versuch, dass du auf Kurven bleibst. Es war schon drum, gell? Du lieber Löwe, ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Mitdabeisein. Bitte pass auf dich auf. Viel, viel Segen für dich und bis bald. Stella.